Ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einem neuen Update-Video oder Patch-Video zu Starship Troopers Extermination. Diesmal, wie ihr es schon gesehen haben werdet, geht es um den Patch zur Version 0.5.0, Hive of Valakka. Das ist wohl mittlerweile auch eins der größten oder einer der größten Patches von Starship Troopers, war jetzt auch mehrere Gigabyte. Ich war schon sehr überrascht gewesen und es wurden noch ein, zwei Sachen nachgeschoben. Soweit ich weiß, ging es nämlich auch darum, dass die Engine geupdatet wurde. Aber dazu kommen wir noch. Also, dann wollen wir mal endlich ins Medias Res gehen. Patch 0.5.0 Hive of Valakka ist am 12.10.23 erschienen. So, und dann wollen wir mal drauf eingehen, auf um was es da eigentlich geht. Dieses Update bringt eine brandneue taktische Vier-Spieler-Modus oder einen taktischen Vier-Spieler-Modus, neue Waffen, neue Vorteile und Hilfsmittel, eine neue auf Teamplay ausgerichtete Nachlademechanik für das Twin-MG. Das müsste dann das Feststationierte sein. Eine Komplettaktualisierung der XP-Systeme und dessen Ingame-Präsentation sowie eine Vielzahl von Quality-of-Life-Updates und Bugfixes. Dann kommen wir gleich mal zum größten Part und das ist der Hive-Hunt-Spielmodus. Ein neuer Spielmodus für vier Spieler wurde hinzugefügt, der einen Nahkampferlebnis in Bugtunneln bietet. Das Ziel von Hive Hunt besteht darin, dass die Spieler Atomwaffen an den Kern des Bugschwarms platzieren und sich dann zurückziehen, bevor die Zeit abläuft, also bevor der Sprengkopf hochgeht. Spieler können neue tragbare Lichtbarken verwenden, um sich bei der Navigation durch die Dunkelheit zurechtzufinden, und werden manchmal hilfreiche Gegenstände entdecken, die in den Bughives in der Nähe der Leichen weniger glücklicher Soldaten verstaut sind. XP-Visualisierung und XP-Neuausrichtungen. Also da hat sich ein bisschen was getan. Es wurde ein XP-Feed in Echtzeit hinzugefügt, der während des Spiels im HUD des Spielers angezeigt wird. Diese Funktion gibt den Spielern ein besseres Feedback und einen besseren Überblick darüber, welche Aktionen sie durchführen, um ihre EP, also Erfahrungspunkte, zu erhöhen. In der Hoffnung, dass die Spieler dazu ermutigt, also die Spieler dazu ermutigt werden, auf eine Weise zu spielen, die dem Ziel ihrer Mannschaft dient. Also sprich, dass man nicht irgendeinen Quatsch macht, sondern das, was zentral wichtig ist. Alle diese XP-Änderungen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Und jetzt wäre es vielleicht wichtig, gerade für dich da draußen, der du das nur quasi als Podcast hörst, mal kurz aufzuschauen, denn ich blende diese Tabellen nämlich auch schon ein. So. Und das sollte dann soweit dann erstmal passen. Notfalls musst du noch mal ein Stückchen zurückspulen, weil ich es wahrscheinlich gleich am Anfang einblenden werde. Also tu es einfach. Tu es. Neues Gameplay. Waffen. Moretta Scharfschützengewehr, ein Treble X, also hier wurde es nur als XXX Scharfschützengewehr angegeben, ein leistungsstarkes Scharfschützengewehr für den Hunter. TW2 Special Light Infantry Tactical, kurz Split, Schrotflinte mit drei Varianten. Einmal für den Supporter, Standard Pump Action Buckshot für mittlere Entfernung. Für den Hunter gibt es eine Pump Action Slug für größere Entfernung. Und für den Bastionstrooper gibt es eine vollautomatische Schrotflinte für wahrscheinlich dann eher kürzere Entfernungen. So, dann kommen wir zu den Strukturen und Basebuilding. Munitionsvorräte bieten 15 lieferbare Munitionskisten für waffenfähige Gebäude, also sprich für das von einem Trooper bediente MG und für das fest strukturierte MG, was wir auch haben, was automatisch betrieben wird. Munitionskisten können auf dem aus dem Vorrat genommen und in der Interaktions- oder mit der Aktionstaste
Standardtaste wäre dann E in bewaffnete Stellungen, Twin MG und Century, also für beide, also für das Betriebene von Troopern und für das Automatische eingesetzt werden. Munitionskisten können durch gedrückt halten der Angriffstaste geworfen werden, was natürlich ganz praktisch ist und im Übrigen nicht nur für Munitionskisten gilt, sondern auch für die Tanks, wenn ihr gerade irgendwelche wieder an den Raffinerien hängt und kurz vor Tod seid und lieber habe ich das Ding dann teilweise manchmal weggeschmissen, anstatt dann drauf zu gehen und vielleicht dass der Container dann quasi auch noch zerstört wurde. Das ist immer unpraktisch, je nachdem wie groß der Weg ist. So, genug gequatscht. Neue Gegenstände. Shock Field Device für den Hunter. Setzt ein elektronisches Feld in einem kreisförmigen Muster ein, welches Bugs schockt. Dann Speed Stim Dispenser für den Operator. Einsetzbare Station, mit der Soldaten Einweg-Speed Stims Injektoren greifen können. Also geben euch dann einen kurzen Geschwindigkeitsboost. Guardian UAV für den Operator. Defensive Drohne mit einem Maschinengewehr, der auf Bugs in der Nähe des Spielers oder diese auf Bugs in der Nähe des Spielers schießen kann. Und man kann zwischen den Modis Guard Follow, also sprich pass auf mich auf und flieg mir nach, oder in den Remote Control Modus umstellen, dann kannst du das Ding halt auch direkt steuern. Positionierbarer Schild für den Bastionstrooper. Ein kleiner einsetzbarer Schild namens Wartime Adversarial Limiter, kurz Wall, der eingesetzt werden kann, um Schnelldeckung auf niedrigen Ebenen zu bieten. Overcharge-Modul für den Bastionstrooper steigert die Effektivität offensiver Strukturen 30 Sekunden lang auf Kosten der strukturellen Integrität im Laufe der Zeit. Century Turret für den Bastionstrooper. Oh, das ist toll. Der kriegt jetzt auch endlich mal ein Turret. Platzierbares automatisches Maschinengewehr, das automatisch aus einer festen Position auf Bugs schießt. Gut geeignet für eine Punktverteidigung. Dann kommen wir zu den neuen Perks. Mobile Training für den Hunter. Erhöht die Klettergeschwindigkeit. Feindliche Nahkampfangriffe stoppen ihren Sprint nicht. Das ist schon mal ganz praktisch. Watkins Trigger für den Hunter und für den Bastionstrooper lassen dein Opfer etwas bedeuten. Ihr Sprengstoff löst beim Tod aus. Das heißt, du gehst drauf, das ist wie der Suicide Mode. Wenn du drauf gehst, das zählt halt für den Hunter und den Bastionstrooper, du explodierst. Ja, also kriegen die wenigstens noch eins auf die Kappe. Running Start für den Hunter. Gewinnen sie zusätzliche Höhe, wenn sie gleichzeitig sprinten und springen. Okay, wie gut das funktioniert, werden wir sehen, weil es gab gerne mal so ein bisschen Probleme. Du warst gerade im Sprint, wolltest dann noch einen Jump machen und das hat manchmal nicht so richtig funktioniert. On Your Feet für den Operator. Die Fähigkeit, Soldaten aus der Ferne wiederzubeleben, was natürlich eine ganz praktische Sache ist, wahrscheinlich auch, wenn du gerade in der Basisverteidigung bist und irgendwo draußen einer umgekippt ist. Oder du dich irgendwo auf eine Anhöhe retten konntest und dann von dieser Anhöhe hinaus vielleicht einen Trooper wieder aufstellen kannst, wenn es heißt, ab zum Dropship. Refinder für den Operator. Die Reparatur einer laufenden Raffinerie bei maximaler Gesundheit beschleunigt den Erzgewinnprozess, was natürlich wieder ganz praktisch ist. Long Range Repairs. Ja, sagt es eigentlich schon, für den Bastionstrooper ist das. Erhöht die Reparaturreichweite, was auch wieder praktisch ist. Reinforced Repairs für den Bastionstrooper. Strukturen können zu mehr als 100% repariert werden, um ihnen zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Dann kommen wir gleich zu den Balancing- und Gameplay-Änderungen. Moretta MK1, da wurde der Schadensausstoß leicht erhöht. Selbiges geht für das Moretta Karabiner. Ching Hong Granatenwerfer, ich weiß nicht, ob ich das Ding richtig ausspreche. Explosionsradius wurde um 50% verringert. Ne, die gönnen uns ja auch gar nichts. Ne?
beim Schwierigkeitsgrad Rekrut, also was der leichteste Schwierigkeitsgrad ist, die zusätzliche Gesundheit, die Soldaten erhalten, wurde verringert. Für selbigen Spielmodus zählt auch reduziert die Gesundheitsregeneration um etwa 20%. Die Magazingröße wird bei Rekrut nicht mehr erhöht. Ja, gut, ich meine, auf den einfachsten Spielgrad, da muss man ja nun wirklich nicht so viel kriegen, sonst wird es ja wirklich zu einfach. Der mittlere ist in meinen Augen immer noch der moderateste und der schönste. Arc-Modus. Das Ziel Erz sammeln muss vor dem Ziel Gas sammeln abgeschlossen werden. Alles klar. Der Schadensausstoß der Century-MG-Stellung wurde erhöht, um den Munitionsbedarf auszugleichen. Die Gesundheit der Century-MG-Stellung wurde ebenso erhöht. Also das ist für die feste MG-Stellung. Naja, sagt schon der Name so ziemlich, ne? Zwillings-MG und automatische Century-MG benötigen jetzt Munition. Was ich persönlich ein bisschen kacke finde, dass du jetzt für beides Munition anschleppen musst. Also das könnte echt nervig werden. Zwillings-MG verliert beim Schießen nicht mehr am Wert. Das heißt wahrscheinlich kein Schaden. Ganz genau konnte ich es noch nicht differenzieren. Ich habe, ja, mehr Culpa, seit dem neuen Patch leider noch nicht spielen können. Aber das kommt noch. Barrierefreiheit. Abschnitt Barrierefreiheit unter Einstellungen wurde hinzugefügt. Unter Barrierefreiheit wurden Farbenblindheitsoptionen hinzugefügt, Helligkeitseinstellungen unter Barrierefreiheit ebenso. Die Option für Bildschirmwackeln wurde unter Barrierefreiheit verschoben. Das heißt, ihr findet es nicht mehr auf dem Standard-Slot, sage ich jetzt einfach mal. Naja gut, wer von uns hat das schon großartig ausgemacht? Das gehört einfach dazu, verdammte Axt. Verschiedene Änderungen. Die Klassenauswahl zeigt jetzt, was andere Spieler ausgewählt hatten. Neue Freischaltungen werden im Loadout-Menü jetzt mit Ausrufezeichen hervorgehoben. Also alles, was neu ist, wurde halt quasi markiert. Okay. Die Matchmaking-Zeit wurde um durchschnittlich 10 Sekunden verbessert. Das finde ich gut. Quickplay-Button wurde entfernt. Quickplay-Button wird im Rahmen unseres Überganges zum Galaktischen Krieg im neuen Jahr, also 2024, neu geschaltet. Die Anspielung auf die Schwierigkeitsstufe Held der Föderation, bald verfügbar, wurde entfernt. So, dann kommen wir nochmal zu ein paar anderen Sachen. Wie ich anfangs schon mal sagte, die Engine wurde geupgradet. Das heißt, von der vorherigen Engine 4.27 wurde jetzt auf Unreal Engine 5.2.1 aktualisiert. Ich hoffe ja immer noch DLSS, ne? Aber das wäre ja mal schön, das wäre ja ein Träumchen. Wir werden die neuen Funktionen in Unreal Engine 5 nach Möglichkeiten im Laufe der Zeit nutzen. Es sind halt noch nicht alle Features eingebaut, kommt aber noch, die wollen sich halt erstmal noch vertraut machen mit der Engine. Neue Trooper-Modelle gibt es jetzt. Wir haben unsere Engine auf Unreal Engine 5.2.1 aktualisiert. Damit wurde jeder der drei Klassen mit einem neuen Trooper-Modell mit deutlich mehr Details aktualisiert. Fehlerbehebungen. Ja, das muss auch sein. Und ist auch wichtig. Zu bekannten Problemen. Spielersuche. Es wurde ein seltenes Problem behoben, bei dem ein Spieler in einem anderen Spielmodus landen konnte, als dem der ausgewählt wurde. Das hatte ich schon. Einstellungen, es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ändern einer Einstellung dazu führte, dass andere Einstellungen erneut angewandt wurden. Bei der Einstellung gibt es unter anderem jetzt noch einen Absturz. Bei der Änderung der Videoeinstellungen wurde behoben. Waffen, verbesserte Handhabung des Sichtfeldes bei Waffen mit Zielfernrohr. Beim Audio, mehrere Abstürze im Zusammenhang mit Waffen-Audio wurde durch ein Upgrade auf das Meta-Sound-System von Unreal Engine 5 behoben. Abstürze, ein seltener Absturz, der auftrat, wenn ein Spieler außer Gefecht gesetzt wurde, wurde behoben. Das hatte ich aber auch schon. Bekannte Probleme. Also noch nicht gefixt, aber man weiß darüber Bescheid.
Ein großes Engine-Upgrade kann bei verschiedenen Hardware-Kombinationen immer zu unvorhergesehenen Problemen führen. Wir werden in zukünftigen Patches auf Abstürze achten und Probleme beheben. Der Watkins Trigger Perk ist derzeit in den Spielmodi Horde und Hive Hunt nicht verwendbar, da Spieler keine Ausblutungstimer haben. Dieses wird in einem Post-Update-Patch behoben. Einige UI-Grafiken müssen noch mit dem neuen Trooper-Modell aktualisiert werden. Rendering, die Hive-Hand-Karte, können bei der Qualitätseinstellung niedrig und mittlere Effekte etwas dunkler erscheinen, da diese Einstellungen die Beleuchtung und Nebelwiedergabe beeinflussen. Ja, Freunde, da hat sich jetzt mal so einiges getan. Wir haben eine neue Wumme gekriegt, müssen jetzt alle Geschütze leider mit Munition anscheinend versorgen, haben ein Unreal Engine Update bekommen, naja, und ein paar Bugs wurden behoben. Und natürlich der neue 4-User- oder 4-Spieler-Modus Hive Hunt wurde in das Spiel integriert, wo ihr also in ein Bughole rein müsst und dementsprechend Atomsprengköpfe dort platzieren müsst und es frühzeitig auch wieder rausschaffen müsst. Klingt schon mal recht spaßig. Ich werde es mir jetzt in nächster Zeit auch noch zu Gemüte führen, damit ich auch mal selber sehen kann, wie schön sich das spielt. Und das werdet ihr wahrscheinlich dann auch auf dem Kanal zu sehen bekommen. Jetzt sage ich einfach mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ihr wisst schon, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Weil mit dem Abo findet ihr demnächst dann bei den nächsten Patches ja auch wieder ein so ein schnickes Video von mir. Ich tue halt einfach nur, was ich kann mit meinen begrenzten Mitteln. In diesem Sinne einfach vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und das Wichtigste ist für mich immer, Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.